So, willkommen zurück zu meiner Let's Play Mittelerde, Mord aus Schatten. Und wie gesagt, wir beginnen gleich hier mit der Hauptmission. Da haben wir unsere erste Faust, das ist auch gut. Und nur kurz, by the way, hier ist die Mission mit dem Zwerg. Die machen wir erst später, obwohl das auch geil ist. Nämlich da kriegen wir Fähigkeiten noch mehr dazu. Aber wir wollen ja ein bisschen weiterkommen. Der letzte Part war ziemlich lang. So, entdecke das Wissen Königin Marvins über die Macht des Geistes. Okay, dann machen wir das. Das war ein kurzer Text, den lese ich vor. Lange Texte lese ich nicht vor. Ich hab den Mithrilama. Können eure Flammen mir nun zeigen, was meiner Seele den Tod verwehrt? Du bist das Opfer eines Blutrituals. Kann der Fluch gebrochen werden? Zerstöre die Schwarze Hand und sein Gefolge und ergreife Mordor. Die Männer Gondors werden mir nicht helfen. Du brauchst sie nicht. Deine Macht verschafft dir Anhänger, ob willens oder nicht. Eine Ork-Armee. Was muss ich dafür tun? Deine Antwort wartet in der Festung, doch was du suchst, wird nicht mehr lange dort verweilen. Okay, so. Jetzt haben wir mal, glaube ich, eine gewisse Zeit hier. Und es regnet. Marvin hielt uns zur Eile an. Die Zukunft muss fortbestehen. Wir haben eine gewisse Zeitangabe hier, um an unseren Punkt zu kommen. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Warum auch immer, das verstehe ich auch nicht. Nämlich da ist eigentlich keiner. Da unten sind welche. Ich weiß aber nicht, was dann passiert. Und das zeige ich euch auch nicht, nämlich sonst wäre ja die Mission dann fehlgeschlagen. So, da vorne ist es dann gleich. Gehen wir mal darauf. Okay, das war auch noch nie bei mir, dass da die Uruk-Streitmacht da vorbeigeht an mir. Schnell runtergesprungen. Schleichmodus. In Schleichmodus habe ich gesagt. Wir gehen rund um und um. Und da vorne ist es schon. Kurz mal da rein. So, und weiter geht's. Einfach laufen. So, und jetzt lernen wir es. Sie haben keinen Wert für uns. Nur das, was sie tragen. Ich werde sie dennoch befreien. Du lässt dich von deinen Gefühlen blenden. Ja, aber das sind trotzdem Menschen und trotzdem müssen sie leben. Königin sagte, der Schlüssel zu unserer Ork-Armee befände sich in dieser Festung. Wenn wir die Schützen brandmarken, können wir unsere Armee errichten und zugleich diese Menschen retten. So, brandmarken können wir jetzt. Da ist die kleine Beschreibung. Wer es lesen will, bitte drückt auf Pause. Ich weiß, wie es geht. Sollte ich ihr Inneres nach außen drehen? Und zwar zeige ich euch das jetzt. Bam, 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 bam. Wir haben 3 Minuten Zeit, um hier alles zu brandmarken hier. Das ist Brandmarken. Der Typ bleibt jetzt am Leben und gehört jetzt mir. Und wenn ich ihm dann den Befehl zum Angriff gebe, dann greift er an. So.
Ja, spring runter. So, wieder darauf. Du wurdest geschaffen, um dich zu unterwerfen. Erbaut? Wo wollen wir sie bluten lassen? Blick in das Licht meines Auges. Blick in die blauen Flammen, die dich retten werden. Mein Anblick wird deinen sterblichen Willen durchdringen. Hopp, 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 hopp. Darauf. So, der dreht sich sicher gleich um, oder? Ah, vielleicht geht sich's aus. Ah, vielleicht geht sich's aus. Ja, es geht sich aus. Perfekt. So, zwei noch. Gehen wir mal darauf, haben wir bessere Übersicht. Rauf da. Komm, 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 komm. Geh rauf da. Wir haben noch eine Minute Zeit. Und einen müssen wir noch brandmarken. Der ist da ganz unten, glaube ich. Oder auch nicht. Wo ist denn der jetzt? Der da ist es, oder? Nehmen wir mal an. Geh mal da runter. Scheiße, jetzt habe ich mich verdrückt. Achso, wir haben schon alle. Okay. Sollte ich ihr Inneres nach außen drehen? Aber den tun wir auch noch. So, und jetzt geben wir ihm den Angriffbefehl und das geht mit dem Steuerkreuz einfach raufdrücken. Und viel Spaß bei der Aktion. Es kommt jetzt keine Cutscene, aber ja, die können jetzt alle mir, oder? So. Der packt's überhaupt nicht. So, scheiße, was mache ich jetzt? Na, ich greife ihn halt einmal an. Und jetzt müssen wir 13 von denen umbringen. Und da wir jetzt natürlich Unterstützung haben, ist das weiter leichter. Gib ihm. Ah, scheiße. Perfekt. Rennt wie am Spieß. Bap, bap, weg ist er. Einen gibt's noch. Und dann müssen wir noch... Drei noch. Müssen wir noch umbringen. Ja, guck mal, aber wo sind die? Da oben. Einen gibt's noch. Ah, das war der letzte. Ah, oh, der ist neben mir gestanden. Okay, passt. Somit haben wir das. Und wieder eine kurze Cutscene. Jetzt beginnt er wieder zum Schreien. Der Italian. Also Talion. Die Königin riet uns dazu, die Schlacht abzuwarten. Dann haben uns die Aussage doch. Ihre Visionen werden immer wahr. Ja, aber ich hab gesagt, dass... Ihr habt etwas für mich? Königin Marvin ließ uns danach suchen. Die ist auch gut. Eine gute Cutscene. Sauber.
Na, der Arme. So, eliminiere 20 Uruks, okay. Die nehmen wir uns natürlich gleich mit hier. So, nur noch zwei. Und weg sind sie. Ja, ich habe sie jetzt nicht getötet, sie sind von mir geflüchtet. So, Auftrag abgeschlossen und ein zusätzliches Ziel natürlich auch. So, perfekt. 600 XP und 150 Miral. Perfekto. Diese Uruks zu töten ist schon schwer genug. Doch sie zu Gefolgsmännern zu machen, ist eine andere Sache. Es ist eine Gabe. Wir können die Waffen des Gegners gegen ihn verwenden. Jo, das kann ich jetzt. So, das haben wir jetzt freigeschalten durch die neue Fähigkeit. Ganz, ganz viel. Ganz, ganz viel. So, und da unten erwartet dann die nächste Hauptquest. Was mache ich denn jetzt? Ich würde ja gerne an Macht noch steigen. Nämlich das. Was brauche ich da? Schalte dem Bogenlegende die Fähigkeit Explosion lassen. Brandpfeile frei. Okay. Machen wir das, würde ich sagen. Ne? Machen wir den Dolch. Der ist ziemlich schwer. Der hat schon ordentlich in sich. Ich glaube, da dürfen wir auch nicht entdeckt werden. Ah, das ist schon ziemlich... Ah, das ist die. Ja, ja. Die ist ziemlich schwer. Da bin ich, glaube ich, selber bei mir. Ich glaube, 3-4 Mal gescheitert, glaube ich. Das ist schon ziemlich arg. Und das Coole ist jetzt da, weil ich jetzt da die gebrandmarkt habe. Wo ist denn da jetzt zum Beispiel einer? Na gut, ich weiß jetzt nicht, wo die jetzt sind, aber wenn ich jetzt einen Brand marke, unter den Dienern dunklen Herrscher verbreitet sich Angewohn und Furcht. Okay. Dann bleiben die auch so. Auch wenn ich jetzt eine Hauptquest annehme oder eine Nebenquest, das ist scheißegal. So, erreiche die Wache. Okay. Gehen wir mal darüber. Sie bleiben einfach so. Warte, warte, warte. Achso, nein, das ist kein Grog, oder? Nein, ist es nicht. Die bleiben für immer so, das ist das Coole hier. Das heißt, ich könnte eigentlich alle übernehmen. Aber das mache ich jetzt natürlich nicht. Dafür mache ich einen eigenen Part. Eine Stunde lang. Nur übernehmen. So, und diese Schützen muss ich jetzt... Brandmarken, ja, okay, gut. Ich glaube, da war es ungefähr. Ah, da ist es. Nein, geh runter. Und da wieder rauf. Ja. Nein, 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 bleib oben. Kann ich da rüberspringen? Nein, kann ich nicht. Ah, da kann ich rüberspringen. Das sollte doch gehen, oder? Nein, das geht auch nicht. Wie komme ich denn da rüber? Ich möchte den Vorposten von Otto nie wiedersehen. Ich auch nicht. Okay, wir schleichen uns einfach bei der Brücke da vorbei. Nämlich da oben steht wer. Den, wir dürfen ja nicht entdeckt werden. So, da hinten beginnt's. Hey, erzähl uns doch nochmal, wie du diesen Waldläufer getötet hast. Halt endlich die Klappe! Den Spaß gönn ich dir nicht! Okay, es hat mich... Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Okay, wie auch immer er mich jetzt da gemerkt hat. Aber wir können auch so brandmarken. Somit macht das eigentlich nichts. Ich konzentriere mich hier extremst. Ach, das ist eine Verschwendung meines Talents. Ich habe es satt zu suchen.
Der da hinten sieht mich, okay. Da drüben hat sich... Gut, das hat er noch angenommen. Noch angenommen. Achso, okay, gut. Ist wurscht. Du gehörst auch mir. Hab ich da gerade etwas gehört? Nix haben wir gehört. Gut, der Typ hat mich entdeckt, aber trotz all dem geht es weiter hier. Gescheißen. Na, das habe ich gemeint mit dem. Das ist echt schwer. Löscht die Dunkelheit aus. Ja. Geht's in den Kampf, kämpft's für mich, keine Ahnung, macht's was wollt. Gut, ich setz mal einen kleinen Cut, wenn wir wieder hier sind, ungefähr. Ja, gut, dann bis gleich. Ciao, baba. So, da sind wir wieder. Am gleichen Punkt wie vorher. Probieren wir es mal mit Anlocken hier. Brandmarken. Perfekto. Oh, es scheint zu funktionieren. Warte, ich rieche etwas. Komm her da zu mir. Mein Mausibär. Der Mörder ist weg. Hab heute keine Lust auf Ärger. Da kommt der Nächste. Den tun wir uns auch gleich schnappen hier. Habt ihr das gehört? Komm her da zu mir. Mir egal, was ihn getötet hat, ist nicht mein Problem. Jetzt hat ihn was getötet. Ist mich verarschen oder was? So leise, leise, leise. So, jetzt gehen wir mal einen anderen Weg. Na, 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 na. Das passt schon. Geh da rüber. Sprung. Okay, der da oben könnte mich eventuell sehen. Der kann mich nicht sehen. Okay, der ist nicht da. Das Einzige, was noch übrig ist, ist eine Kiste voll verrotteter Fische. Perfekt. Perfekt, 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 perfekt. So, sollen wir uns denn da unten nochmal? Nämlich die zwei hätten mich jetzt natürlich verraten können. Scheiße, Alter. Kannst du da raufklettern? Kann er, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist der Park nicht da. So, den können wir wieder anlocken einfach. Ah, damit er nicht so weit gehen muss. Machen wir es hier. Mehr zu mir. Warum ist das... Achso, das war eh meiner. Um Gottes Willen. Ach was Gott. Ihn auch getötet hat, ich hoffe, es kommt nicht wieder. Hat eh schon mir gehört. So. Und da hinten der Letzte, bei dem ich halt gestorben bin. Deswegen habe ich mir gedacht, ich bin hier nochmal auf der anderen Seite hier. Jetzt brauchen wir einfach nur noch rübergehen. Hab mich schon gefragt, was es mit dem Geschrei auf sich hatte. Eine gute Taktik. Hier runter da. Perfekt. So, und sogar noch die zusätzliche Ding. Haben wir hier geschafft. So, geh rauf da. Oder wir stellen uns cool. Wir sind cool. Das können wir noch vergiften. Und los geht's. So, umdrehen. Und geht schon. Hinrichtung. Perfekt. Ja, ja, es geht schon. Nein, ich will ja... Ja, genau. Ah,
das ist schwer. Komm, komm, komm. Acht. Und die letzten zwei. Neun. Und zehn. Perfekto. Und fertig. Mit zusätzlichem Ziel. Perfekto. Uruk sterben die ganze Zeit. Ja, ja. Okay, gut, den Dolch haben wir. Perfekt, oder? Okay, dann würde ich vorschlagen, wir machen... was machen wir denn? Das Schwert? Das Schwert ist schon ziemlich arg, muss ich sagen. Das Schwert, das haut schon echt rein. Wir machen uns auf den Weg dorthin und das mache ich dann im nächsten Part. Wir machen uns mal auf den Weg dorthin und das machen wir im nächsten Part. Das Schwert, das haut schon ordentlich rein hier. Machen wir mal so. Ja, ich müsste an Macht steigen. Nämlich das ist, glaube ich, die Mission mit der Brücke. Die Brücke hier ist ziemlich arg. So, ich nehme mal an. R1. So. Wie gesagt, das machen wir dann im nächsten Part. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.